Herzlich willkommen! Ich begrüße Sie sehr herzlich am Städtischen Willibord-Gymnasium in Emmerich am Rhein. Unser Gymnasium ist eines der ältesten im Lande und die Geschichte dieser Schule reicht weit ins 8. Jahrhundert zurück. Unser Wahrzeichen in diesem Zusammenhang ist der heilige Willibord, dessen Namen wir auch auf unserem Schriftzug Willibord-Gymnasium entsprechend verewigt haben. Unsere Schule hat viel zu bieten. Ich lade Sie daher ein, begleiten Sie mich auf einem virtuellen Rundgang durch unsere Schule. Viel Spaß! Unser Programm in der Erprobungsstufe ist sehr vielfältig, zum Beispiel den Willibord-Tag. Wir fahren auf Klassenfahrt, auf die Kennenlernfahrt. Insgesamt sind wir eine sehr lebendige, bewegte Schule. Wir haben einen großen Schulhof, wir haben einen kleinen Sportplatz, wo die Kinder Fußball spielen können. Wir können auf alle Facilities zurückgreifen. Wir haben den kleinen Sportplatz mit den Beachvolleyballanlagen direkt an unserer Schule. Wir haben das große Schwimmbad, das Stadion. Und das nutzen wir auch alles. Zum Einschulungstag, da waren wir zum Beispiel im Stadion und haben die Kinder und Familien dort begrüßt. Sport haben wir die schöne Halle und Außenanlage, das Schwimmbad, das in der Nähe ist. Ja, für die kleineren Schüler, für die Fünftklässler, die schwimmen gehen, das ist eine ganz, ganz feine Sache. Mir gefiel so in der EF die Skifahrt, weil da kommt man ja gerade aus dem Klassensystem ins Stufensystem und da bildet sich dann halt so eine neue Gemeinschaft. Bei unserem Willibrod-Gymnasium kann man eine Menge Sprachen lernen. In der Jahrgangsstufe 5 starten wir mit Englisch, fortgeführt aus der Grundschule. Dann in Jahrgangsstufe 7 kommt die zweite Fremdsprache, da können die Schüler sich zwischen Latein oder Französisch entscheiden. In der 9, im Wahlpflichtfach 2, besteht die Möglichkeit, Russisch zu wählen. Das muss aber nicht. Die Schüler können auch ein anderes Fach wählen. In der EF setzt bei uns Niederländisch neu ein, das dann bis Ende der 13 fortgeführt wird. Und was bei uns eine Besonderheit ist, die Schüler, die dort Niederländisch gelernt haben, haben die Möglichkeit, in den Niederlanden an die Universität zu gehen und brauchen dort keine Sprachprüfung mehr ablegen. In den Klassen 5 und 6 haben wir informatorische Grundbildung, ganz normal im regulären Stundenplan. Ab Klasse 9 kann man das Fach Informatik im Bereich des Wahlpflichtfachs 2 als eigenständiges Fach wählen. Die Schülerinnen und Schüler lieben den naturwissenschaftlichen Unterricht in unseren gut ausgestatteten Fachräumen in den Fächern Biologie, Physik und Chemie besonders wegen der spannenden Experimente, die sie im Unterricht aktiv durchführen und mitgestalten können. Ich finde auch gut, dass die Schule Fortschritte in der Digitalisierung macht. Also wir haben mittlerweile auch Smartboards und wir arbeiten mit Tablets. Wir haben sehr viele Möglichkeiten im Bereich der Kunst. In der Kunst haben wir ja im Prinzip einen ganzen Trakt mit im Prinzip 4 große Räume, die wir nutzen können. Hier in der Schule gibt es die Schulsozialarbeit und die Schulseelsorge. Wir sind für die Kinder und Jugendlichen da, aber auch für die Eltern und für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir führen nicht nur Einzelgespräche, sondern machen auch Gruppenaktivitäten, wie zum Beispiel den Mobbingpräventionskurs. Darüber hinaus bietet die Schule alle 2 Jahre, beginnend ab der 5. Klasse, Lions Quest an. Das ist zum sozialen Lernen da, um die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu stärken. Viele AGs sind an dieser Schule schon relativ lange etabliert. So gibt es die Veranstaltungstechnik AG, die Sanitäter, die Schulband. Die AG Rockmusik, da macht eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern klassische Rockmusik.
Es bildet sich aber immer eine feste Gruppe und die Schüler bleiben meistens sehr lange bei uns, bis dann jemand nachrücken kann. Und dann wählen die Schüler auch ihre Musik selber aus, die sie spielen wollen. Und wenn nicht Corona-Zeit ist, kann man tolle Auftritte mit der Gruppe erleben. Die Kinder haben hier genug Zeit, im Ganztag in der Schule zu bleiben und in der Mensa gibt es auch frisches und warmes Essen. Ich hoffe, wir haben Sie ein wenig neugierig gemacht auf unsere Schule. Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, rufen Sie uns gerne an. Willibrord-Gymnasium, herzlichen guten Tag. Wenn man dann so einen Jahrgang hat, fünfte Klasse, und der Jahrgang macht dann Abitur, dann ist das natürlich besonders schön für mich als Lehrer zu sehen, wie die Kleinen hier an unsere Schule kommen und dann die Schule verlassen. Das ist immer ein sehr schönes Gefühl, aber ein Tränchen im Auge hat man trotzdem, weil man die Kinder halt so viele Jahre begleitet hat. Und das macht für mich auch hier die Schule aus, dass die Schule keine Riesenschule ist, sondern eher eine kleinere Schule und man die Kinder kennt und die Kinder kennen einen Lehrer. Und das finde ich sehr schön hier an unserer Schule.